nötig, dass da bekommen hab. Naja. Feuerplot, den lagere ich mal ein. Den Plot kann ich wegbringen und Silberwurzel. Ah, komm. Verfüttern wir. Dann können wir nochmal auf die Ranch gehen. Was ist da los? Okay. Schon wieder einen Schock bekommen. Dann können wir nochmal zu Morty Miles gehen, oder wie der hieß. Aber ich hatte ja hier auch schon. Hatte hier auch schon eine Drohne installiert. Aber noch ohne Auftrag. Stimmt, ich wollte ja diesen Teleporter mal versuchen, ne? Dieses Warp-Depot. Was brauche ich denn dafür? Warp-Depot. Lavastaub. Braucht man dafür. Hexerwaben bräuchte ich noch zwei Stück, dann könnte ich noch einen Teleporter bauen. Und ich glaube, ich sogar noch einen hab, ne? Oder sogar zwei. Also, das Warp-Depot. Ich brauche Lavastaub. Habe ich schon rausgefunden, wo ich den bekomme? Wahrscheinlich aus der Sandwüste. Und das ist halt die Frage, ob mit Bohrern oder mit Pumpen. Wahrscheinlich mit Bohrern, würde ich mal einfach vermuten. Fabriziere ich mal zwei davon. So, und dann... Ja komm, das machen wir jetzt mal eben schnell, weil diese Honigdinger da, diese Bienenhäuser, gammeln da schon vor sich hin. Seit Ewigkeiten bin ich nicht da gewesen und habe das mal gelootet. Wollte ich echt mal tun. Ach, und da habe ich sogar auch was aufgestellt. War ja schon vorbereitet, ohne es zu wissen. Als erstes mal hier. Pumpen. Im Wiki steht kein Ort. Okay, das heißt, ich habe was Falsches gebaut. Ist aber nicht weiter tragisch. Die Bohrer werde ich schon noch irgendwie für was anderes brauchen können. Alles raus. Oh, viel Zeug. Hexerwabe, ja, zwei Hexerwaben. Sehr schön. Fehlt die mir ja noch, wenn ihr euch erinnert. Da kann ich nämlich den nächsten Teleporter, glaube ich, bauen. Grünen. Hatten wir, glaube ich, mal gefunden in einer Kapsel. Die wir, glaube ich, mittlerweile auch alle öffnen können. Lila, blau und grün. Huch, hat sich die Mietschleim eingeschlichen. So, hier hinten haben wir also zwei große. Oder zumindest welche, die noch anders davor auch große, aber die vielleicht schon abgeerntet waren. Die überleben also noch mindestens einen Zyklus. Man soll Staub auch aus den Kapseln bekommen können. Naja, gut. Aber jetzt die Kapseln zu suchen, da ist es wahrscheinlich leichter mit einer Pumpe erfolgreich zu sein. Kapseln stolper ich ja nur so zufällig. Wobei wir halt demnächst auch mal wieder auf Kapseljagd gehen können, finde ich. Ich glaube, ich baue mir hier echt mal einen Teleporter hin. So, wir haben nämlich ja jetzt auch wieder einen.
Grüner Teleporter, fabrizieren. Zack. So, ich meine nämlich... dass ich nämlich noch... ja, einen grauen Teleporter... Hä, den grünen habe ich sogar zweimal? Oder habe ich den grauen schon einmal platziert? Scheinbar habe ich den schon platziert vorher. Ah ja, okay. Weil, was soll der Geiz? Das ist eigentlich, glaube ich, eine gute Idee langfristig, hier die Farm mit dem Labor zu verbinden, dass ich nicht hier rüberlaufen muss immer. Das ist jetzt nicht so die Zeitersparnis, aber ein bisschen schon und naja, es hilft. Was wollte ich tun? Ah ja, ich wollte in die Wüste gehen. Dann haben wir hier einen blauen Teleporter. So, und hier haben wir jetzt ein paar Pümpchen aufgebaut. Oder was ist das hier? Da haben wir es doch schon, oder? Ja, Lavastaub, sehr schön. Genau so möchte ich das doch sehen. Bösen Dervish-Schleimse, die mir hier schon mehrfach die Farm kaputt gemacht haben, treiben sich hier auch rum. Oh, ich glaube, das war's, wa? Das sind, glaube ich, die, die ich installiert hatte. So, es bricht auch wieder ein Feuersturm aus, das heißt, Zeit, dass wir hier wegkommen. So. Dann schießen wir das hier alles rein und dann können wir wieder was Tolles Neues bauen. So, und hier können wir jetzt nämlich das pinke Warp-Depot bauen. Nee, können wir nicht. Aber das blaue Warp-Depot können wir bauen. So, und das erlaubt mir nämlich zwischen zwei Orten Ressourcen zu transferieren. Und mal angenommen, ich sag jetzt, dieser Drohne hier, die soll diese Früchte, der ist ausgebrochen, wirklich, okay, das wäre eine Halluzination. Wenn ich dem sage, dass ich zwar wieder ausbrechen konnte, weil die eigentlich überglücklich sein müssen in den ganzen Zitronen, die sie haben. So, wenn ich der Drohne sage, der soll die Plätzchen nehmen und die ins Warp-Depot schmeißen, bringt mir das auch immer noch nicht viel, ne? Mir ist auch immer noch nicht so viel. Die dann hinten an der Hauptfarm halt rausschmeißen lassen. Wieder. Ob die Drohne das checkt. Aber zweimal Lavastaub, du Lacker. Ist das wirklich Lack gewesen? Ich glaube, es ist selten wie der Diamant. Oh, okay. Dann ist es wirklich ziemlich Lack gewesen. Obwohl es ja auch der. Es war ja auch der große Bohrer. Muss man dazu auch sagen. Wollen wir gerade schauen, ob was hier die Preise sagen. Lohnt sich das? Preise steigen immer weiter. Das gefällt mir. Obwohl ich hier im Moment echt viel am Verkaufen bin. Der Markt, der blüht. Vielleicht haben die Entwickler auch gemerkt, dass vielleicht ist irgendwie auch ein Patch gekommen. Die hier sind hier gerade sehr stark am Fallen, die ganzen neuen Plots. Vielleicht haben die Entwickler auch irgendwie gemerkt, und es gab ein Patch, dass es sehr schwer ist, Geld zu verdienen später. Also, die hier, die sind ja eingestellt, die eine zumindest, die ist ja eingestellt auf Plots sammeln. Aber aus den Plot-Sammlern. Das heißt, es wird mir so gesehen theoretisch nichts nutzen, wenn ich die hier rüberwerfe, die Plots, weil es keine Drohne geben wird, die das hier aufsammeln kann. Ich könnte
könnte halt höchstens hier ein Silo machen, dass ich quasi hier einen Baum kaputt mache, dafür hier ein Silo hinbaue. Ich glaube, das ist wirklich auch die beste Idee, dass ich eigentlich, egal welche, dann hier ein Silo draus mache. Das natürlich direkt aufwerte. Vielleicht noch mehr inzwischen? Sieht trotzdem mal aus. Ja, ich will auf jeden Fall ausprobieren, was, ob das klappt. Das will ich auf jeden Fall ausprobieren, wie das funktioniert. So, dann gebe ich der Drohne den Auftrag. Zielobjekt. Zielobjekt Plorts aus. Das muss Plortsammler sein. Bestimmungsort Silo. Aktivieren. Komm schon, mach. Sieh zu. Habe ich noch eine weitere Drohne? Ich glaube nicht, ne? Doch, ich habe noch Drohnen. Cool. Dann sehe ich hier direkt die nächste. Und die soll sammeln. Ich hätte gern Obst und Gemüse. Eigentlich. Geht das? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich kann nur Früchte oder Gemüse. Dann nehme ich mal die Früchte. Quelle. Die Gärten. Stimmungsort. Silo. Aktivieren. So, dann sammle ich nämlich hier einfach alles im Silo. Ich weiß zwar nicht, warum die hier jetzt nicht Gas gibt. Plots aus dem Plotsammler soll sie sammeln. Die andere fliegt ja auch los. Da hat der noch nicht gerafft, dass da ein Plotsammler ist. Ah, jetzt, okay. Der Plotsammler muss also einmal sammeln. Einfache Logik. Ja, aber es ist jetzt immer noch nicht perfekt, weil ich jetzt hier das immer noch nicht abgeerntet bekomme automatisch. Und ich kann hier keine dritte Drohne installieren, ne? Nee, kann ich nicht. Okay. Wie könnte ich denn die Warp-Technologie nochmal vernünftig ausprobieren? Ich könnte das eigentlich mit der Drohne hier hinten versuchen. Dass die hier, die auch gerade schläft übrigens, keine Energie, nicht an den Plot-Markt liefert, sondern an das blaue Warp-Depot, genau. So. Und die soll dann, das ändere ich jetzt hier, die Logik, und sage, du sollst an... Wieso kann ich jetzt hier nicht das Warp-Depot auswählen? Verstehe ich jetzt nicht. Zurücksetzen nochmal. Ich will... Plots aus den Teichen oder aus den Verbrennungsanlagen
Komisch. Ach, warte mal. Der checkt das bestimmt nicht. Weil ich das Gegenstück noch nicht installiert habe. So, dann würde ich nämlich hier... Das hier ist eigentlich ein ganz guter Ort, so gesehen. Statt dieser Lampe. Würde ich nämlich hier oben das blaue Warp-Depot hinmachen. Oder direkt am Markt. Ist auch ein guter Platz. Hier will ich eigentlich meine Teleporter hinmachen, alle. Ah, und das hier nochmal. Ach, hier konnte ich, glaube ich... Konnte ich, glaube ich, direkt rüberschießen zum Forschungsdings. Es gibt eine Mod, die alle Limits entfernt, aber die verändert auch die Silos und so. Ja, sowas ist eigentlich schon fast ein Cheat, finde ich. Das will ich nicht. Mal hier... Warp-Depot hin. So, und jetzt kann ich, denke ich doch mal, theoretisch von hier drüben die Drohne hier... Es gibt's immer noch nicht. Das ist komisch. Oder muss ich hier irgendwas auswählen? Ich muss hier, glaube ich, irgendwas auswählen, oder? Hä? Ach so, die sind jetzt da drin und ich muss die hinten manuell rausziehen. Ich dachte, die würden dann da rausgeschossen kommen. Aha, okay, verstehe. Ich kann das dann hier quasi so rausziehen und kann das dann hier quasi manuell entladen. Warte mal, ich hatte, glaube ich, hier hinten Wasser. Ja. Ja, gut. Ist ganz nice, aber... Das ist ein bisschen kacke, dass ich das scheinbar nicht auswählen kann mit der Drohne. Da haben die Entwickler das wirklich nicht bedacht. Ja, scheinbar nicht. Schade, dass die Drohne das nicht darüber schießen kann. Ich könnte hier theoretisch diese Plots sammeln aus dem Plotsammler mit der Drohne. Und in ein Silo packen, aber dafür bräuchte ich noch einen Platz mehr. Dann machen wir hier, dann machen wir wieder so, wie es war. Teiche machen wir dann diesmal und dann halt den Plotmarkt. Den haben wir halt im Moment nicht. Ja, bisschen schade, dass das nicht funktioniert. Das heißt, es ist nicht möglich. Vielleicht ist es sogar auch gewollt, dass die Entwickler das nicht vergessen haben, sondern dass es sogar Absicht ist, dass man nicht quasi über die Farm hinweg, über mehrere Gebiete hinweg, sich Plots oder andere Sachen schicken kann. Vielleicht ist es ja wirklich Absicht. Die Drohnen sind halt leider sehr beschränkt. Es gibt, man kann nur 2 Stück davon benutzen. Pro. Wo kamen die Silberdinger nochmal hin? Ach ja, die blieben ja hier. Man kann nur 2 Stück pro Anbaugebiet benutzen. Dann sind die auch noch in ihren Einstellungen sehr begrenzt. Schon sehr schade. Nehmen einem schon ein bisschen was ab, aber mir wäre lieb, wenn sie mir noch ein bisschen mehr abnehmen könnten. Dann muss ich immer noch um viel kümmern.
So, das verkaufe ich auf jeden Fall hier. Phosphor 19, so teuer war das ewig nicht. Na gut, wir haben alle Schleimse entdeckt. Wir haben eigentlich wirklich jetzt viel gesehen. Also es gibt, wie gesagt, wir können im Level noch steigen, im 7-Sea-Club. Wir gehen nochmal hier auf die Ranch von Mochi Miles. Machen hier nochmal unser Schleimrennen. Können wir halt auch noch einige Level steigen. So, wir brauchen noch 90. Sollten wir hinbekommen eigentlich in beiden Durchgängen zumindest. Headshot.